Das größte Investitionspaket in der Geschichte Vorarlbergs schnüren die Illwerke VKW. Bis zum Jahr 2040 sollen 9 Milliarden Euro in die Energiezukunft investiert werden. Ein Paket, das viele Projekte umfasst, die sich mit erneuerbaren Energieformen beschäftigen. So wollen die Illwerke VKW die Bedürfnisse der Menschen an ihren Energiedienstleister erfüllen. Dieses Feedback ist uns unheimlich wichtig. Wir sind ein Unternehmen, das in Vorarlberg zu Hause ist. Und uns geht es auch darum, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger deutlich sehen, was sie von ihrem Unternehmen Illwerke VKW haben. Die größten Leuchtturmprojekte aus diesen 9 Milliarden sind einmal das Lünner Seewerk 2 mit gut 2 Milliarden Euro. Dann ist dabei der Ausbau unseres Portfolios im Wind- und PV-Bereich. Das schlägt mit ca. 1,4 Milliarden Euro zu Buche. Und weitere 1,4 Milliarden stecken wir in den Ausbau der Energienetze in Vorarlberg. Und unsere Breitbandoffensive mit rund 340 Millionen Euro ist natürlich auch ein Projekt, das entsprechend zu Buche schlägt. Ein wesentlicher Beitrag, um die Ziele zu erreichen, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere die Jungen. Lehrlinge werden beim Projekt Energiezukunft eine ganz zentrale Rolle spielen. Wir bilden im Moment rund 110 Lehrlinge aus und haben natürlich ein ganz großes Interesse, dass diese Lehrlinge auch bei uns im Unternehmen bleiben. Wir brauchen diese Fachkräfte, um die Energiezukunft zu meistern. Für das Land Vorarlberg ist ein beispielloses Investitionspaket, das auch vom Landeshauptmann begrüßt wird. Das ist eine große Zahl, aber ich glaube, es hat eine Riesenbedeutung für das Land Vorarlberg insgesamt. Man muss ja wissen, dass Illwerke VKW ist im 100% Eigentum des Landes. Es gehört allen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Die fragen sich zu Recht, was haben wir davon in der Zukunft? Und ich glaube, da hat man schon gute Nachrichten. Zum einen geht es darum, dass wir den Preis gering halten können für die Zukunft. Im Moment sind wir unter 10 Cent Bewegung unterwegs. Das ist wirklich sehr gut. Der geringste Preis in Österreich, sehr stabil, auch gering in der Bodenseeregion. Also absolute Preisführerschaft in diesem Thema. Damit das geht, muss ausgebaut werden. Die Illwerke VKW ist in der Lage, ordentlich zu investieren in die Netze. In ganz Deutschland wird darüber geklagt, dass die Netze nicht funktionieren. Wir werden das anders machen in Vorarlberg. Wir wollen eigentlich keine Abhängigkeiten, sondern wir wollen, dass wir Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sagen können, unser Landesunternehmen ist unser Strom, ist unsere Energiewirtschaft, ist unsere Wasserkraft, sind unsere erneuerbaren Energiequellen. Und das ist eigentlich für die Zukunft das Allerwichtigste, weil man muss weg von diesen fossilen Energieträgern. Alles in allem sollen die Investitionen für saubere, nachhaltige und vor allem leistbare Energie sorgen. Eine Vorreiterrolle, die Vorarlberg hier einnehme, so der Tenor der Verantwortlichen.